Tag. Wir sind Jan und Nick. Und zusammen sind wir das Duo. Patrick. Und Denise. Wir machen heute Hausmenschenkost, dass eure schlesische Oma neidisch werden würde. Es wird sehr, sehr gut. Als ersten Gang machen wir einen Tomatensalat mit Zwiebeln als Hauptgang, Frikadellen oder Buletten, Kartoffelstampf, karamellisierte Zwiebeln, braune Soße und als Nachtisch, das habe ich jetzt für dich aufgehoben. Das war rote Grütze mit ein bisschen Topping und natürlich noch unser Matcha-Experiment. Oder auch eher Matcha-Desaster. So oder so, wir hatten Spaß und wir hoffen ihr auch. Viel Spaß! Hier für den Tomatensalat einfach viele Tomaten, eine winzige Zwiebel, Salz, Pfeffer, wie gehabt und dann noch, egal welchen Essig ihr nehmt, es schmeckt eigentlich immer gut. Und dann natürlich noch Öl. Hier ein Trick, den ich vom nackten Koch gelernt habe. Und zwar, wenn man nicht das Glück hat, zufälligerweise mitten in einer italienischen Tomatenplantage zu wohnen oder immer für 100.000 Euro frisch saisonales Gemüse zu haben und mit den billigen Discounter-Tomaten vorlieb nehmen muss, wie wir in diesem Fall. Wenn ihr die Tomaten klein schneidet, in ein Sieb macht, ein bisschen mehr Salz, als ihr es normal tun würdet und dann ziehen lasst, so vielleicht 5 Minuten, und dann hier so ein bisschen schüttelt, seht ihr, dass der ganze ekelhafte Schmodder unten rauskommt und das macht die Tomaten so unglaublich viel aromatischer, als wenn man sie einfach so schnibbelt und der ganze Glibber das blöde Dressing verwässert. Also kann ich sehr empfehlen, funktioniert jedes Mal. Und wenn man sich anschaut, was da alles Ekelhaftes in der Spüle gelandet ist, lohnt sich's. Hier noch die Basic Salatsoße. Einfach die Zwiebeln rein, Öl, Essig dazu, Salz, Pfeffer. Bisschen ziehen lassen natürlich und gleich kommen dann halt die Tomaten dazu. Hier sehen wir alles, was wir für extrem köstliche vegane Frikadellen brauchen. Ich mache einfach mal von links nach rechts. Einmal eine Dose Kidneybohnen, dann Barbecue-Soße, wobei hier anzumerken ist, dass das unsere Improvisationsnotlösung ist. Ideal wäre natürlich Rauchsalz oder Liquid Smoke. Als nächstes Speisestärke, könnt ihr aber auch Kartoffelmehl oder sonst was nehmen. Normal Salz, Pfeffer, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 25 Gramm, wenn mich nicht alles täuscht, Semmelbrösel, ein bisschen Öl, das ist ein bisschen verdeckt, seht ihr dahinter, und in der Tasse mit der Untertasse oben drauf sind 25 Gramm Bulgur, den wir gerade schon aufgegossen haben, dass es ein bisschen quellen kann. So, wir haben jetzt die Zwiebel gewürfelt und reingemacht in die Schüssel, dann die Kidneybohnen abgetropft und rein, den Bulgur, das Wasser entfernt und auch reingekippt, dann noch Petersilie reingemacht, das hatten wir eben nicht drauf, so einen Esslöffel, dann 1,5 Esslöffel von der Barbecue-Soße, das wäre dann ungefähr ein Teelöffel Liquid Smoke oder so, also 5-6 Tropfen Liquid Smoke und so ein Teelöffel Rauchsalz. Dann Pfeffer und Salz dazu, Knoblauch ausgepresst und die Semmelbrösel. Das waren 25 Gramm Semmelbrösel und 25 Gramm Öl. Und also quasi alles bis auf die Speisestärke. Und jetzt wird das Ganze zermanscht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem wir die Mischung in der Schüssel zerknetet haben und mit Speisestärke verstärkt haben, werden auch noch 3 Teelöffel Tomatenmark reingemacht und ein bisschen mehr Salz und Pfeffer. Haben wir das Ganze in der Pfanne schön braun angebrutzelt und lassen es jetzt halt auf einem Küchenkrepppapier abtropfen. So, ihr seht hier einen ziemlich ekliger Zwiebelhaufen. Also wir haben eine Zwiebel in Halbringe geschnitten, dann in der noch öligen Pfanne angebraten und mit Essig, Balsamico-Essig, so ungefähr 1 Esslöffel abgelöscht und 1/2 Teelöffel Zucker. Das wird dann karamellisiert. Dann haben wir es eigentlich auch schon direkt runtergenommen und auf Crepe gelegt. Gekaufter Kartoffelpreis, was für Loser, deshalb machen wir es natürlich selber. Und zwar im Idealfall für so 4 Leute. Wir haben jetzt 12 mittelgroße, mehlig kochende Kartoffeln genommen. Das ist sehr wichtig, sonst kocht es ungefähr 1/2 Stunde und da hat keiner Bock und Zeit. Unser guter Freund Salz natürlich mit Pfeffer und Muskat. Das ist das kleine Fläschchen neben dem Salz. Könnt natürlich auch frisch geriebene nehmen, macht jetzt nicht so den Unterschied. Ein bisschen Margarine werden wir brauchen und Sojamilch, um das Ganze ein bisschen cremiger werden zu lassen. Die Kartoffeln haben wir klein geschnitten in ganz kleine Stücken, damit die schneller durch sind. Und dann in kochendes Wasser geworfen. That's it.
ungefähr. So groß. Mit Stampfi püriere ich jetzt die Kartoffeln. Die haben wir jetzt abgeschüttet und einen guten Esslöffel Margarine dazu. Und ja, wird jetzt durchgestampft. Und dann kommt noch Sojamilch dazu. Zu den Kartoffeln kam jetzt noch die Sojamilch dazu, dann Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Also während des Stampfens schon. Und die Kunstfreaks unter euch können jetzt da draußen ein tolles Gebilde basteln. Ich habe jetzt einfach nur glatt gestrichen. Und wir gehen weiter mit Runde 3 für unsere lustige Frikadellenpfanne. Nach den Frikadellen, den Zwiebeln, machen wir jetzt noch eine braune Soße selber drin. Kennt ihr vielleicht so als Fertiggranulat von Firmen mit M oder mit K? Finden wir scheiße, machen wir natürlich auch selber. Was wir brauchen, seht ihr wie folgt. Ein Schüsschen Barbecue-Soße, ungefähr 100 Milliliter Rotwein, Salz, Pfeffer ist klar, 100 Gramm Pilze, plus minus, ist jetzt auch nicht so tragisch, eine mittelgroße Zwiebel, ungefähr ein Esslöffel Tomatenmark, ein Schüsschen Balsamico und circa 300 Milliliter Gemüsebrühe. Kann aber auch variiert werden. Werdet ihr sehen, ist jetzt nicht so das Drama, wenn da ein bisschen Unterschiede sind. Kann man auch noch nach Geschmack irgendwelche Kräuter und Gewürze und sonst was dazu machen. Wir machen das jetzt so in dieser Basisversion. Wir haben Zwiebeln geschnitten, klein geschnitten, eine Stück, eine Zwiebel. Und die Pilze halbiert und auch in feine Stücke geschnitten. Für die braune Soße haben wir jetzt die Zwiebeln und die Pilze in die Pfanne getan. Dann mit Balsamico abgelöscht, vorher noch Tomatenmark dazu. Salz, Pfeffer ist auch schon drin. Und ja, wir lassen es halt so ein bisschen, genau, Rotwein noch 100 Milliliter. Und lassen das Ganze jetzt noch ein bisschen köcheln, damit das richtig schön geil braun wird. Nachher dann noch abschmecken mit Pfeffer und Salz und Barbecue-Soße. Und die Gemüsebrühe, die jetzt reinkommt. Genau, das einfach verrühren, abschmecken. Genau, wir haben uns jetzt entschlossen, die Pilze so in Stücken zu lassen. Aber ihr könnt das natürlich auch gerne pürieren. Wird beides awesome. Hier seht ihr das Endergebnis der Soße. Wir haben jetzt eigentlich nur noch die restlichen Gewürze hinzugepackt. Noch ein bisschen mehr Barbecue-Soße und Salz dazu. Und fertig ist die Soße. Die wahrscheinlich leichteste rote Grütze seit Menschengedenken. Wirklich extrem leicht, nur drei Sachen. Einmal Vanillepuddingpulver, da brauchen wir so ungefähr den halben Beutel. Ein Glas Schattenmorellen und eine Tiefkühlbeerenmischung eurer Wahl. Idealerweise rote Beeren, aber Zusammensetzung ist komplett Latte. Wir haben jetzt so kalkuliert, dass das ungefähr 5 Portionen sind. Da brauchen wir auch nur den halben Beutel. Für 10 kann man ja klug nachrechnen, einfach das Doppelte. Ist nicht so hardcore. Also wir kippen jetzt die Schattenmorellen in das Sieb und fangen den Saft auf, weil das ist wichtig, damit wir nachher mit dem Saft und dem Puddingpulver eine Soße machen können. So, wir kippen jetzt so das halbe Puddingpulver rein für 5 Portionen und es muss dann, also wir kochen es auch gleichzeitig auf und es muss jetzt unter beständigem Rühren aufgekocht werden. Jetzt ist es schon dunkelrot geworden und es sieht schon sehr gut aus. Wir haben jetzt noch so ein bisschen Wasser dazu gekippt, so ungefähr 100 Milliliter. Genau, jetzt kommen die Beeren rein und wir nehmen es auch vom Herd runter. So, wir haben jetzt alle Beeren reingekippt. Das ist ziemlich viel geworden. Also das waren jetzt die Schattenmorellen und die Beerenpackung. Das waren 300 Gramm Beeren und 370 Gramm Schattenmorellen. Yeah, leckere rote Grütze. Wir haben die umgefüllt und optional so einen Esslöffel veganer Sojajoghurt dazu und getoppt mit, das da sind jetzt so Hanfsamen und ihr könnt natürlich auch alles andere nehmen oder halt einfach gar nichts. Bunte Smarties, Schokolade, Walnüsse,